Da, ein Felix. Oh. Hier, ein Jakob. Und was geht ab? Flash News! Die Unruhen in der Ukraine haben sich vom Osten in den Süden ausgeweitet. In der Hafenstadt Odessa überfielen gestern pro-russische Aktivisten eine Polizeizentrale. Sie forderten die Freilassung der am Freitag festgenommenen Separatisten und befreiten diese auch schließlich. Die Sicherheitskräfte gaben den Forderungen der Demonstranten nach. Der neue Polizeichef, der erst 2 Tage im Amt ist, zeigte sich machtlos. Bereits am Freitag kam es zu Straßenschlachten und einem Brand in einem Gewerkschaftshaus in Odessa. Dabei starben mehr als 40 Menschen. Pro-russische Separatisten hatten zuvor eine Demonstration angegriffen, die von Anhängern der Übergangsregierung geführt wurde. Was den Brand jetzt letztendlich ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Gestern hatten tausende Menschen an den Überresten des Gewerkschaftshauses Blumen niedergelegt und der Übergangspremier Arseniy Jazenjuk war angereist. Seit Samstag sind die OSZE-Beobachter wieder frei. Sie waren 8 Tage lang von pro-russischen Separatisten als Geiseln gefangen gehalten worden. Kurz nach der Freilassung gab es heftige Kritik am Einsatz der Militärbeobachter. Der CSU-Vizechef Peter Gauweiler hatte die Mission an sich und die Legitimität der ukrainischen Übergangsregierung in Frage gestellt. Warum Deutschland und andere westliche Mächte OSZE-Beobachter entsenden, sei ihm völlig unverständlich. So würde der Westen nur tiefer in den Konflikt hineingezogen werden. Ursula von der Leyen wies Gauweilers Kritik zwar zurück, versprach aber den Einsatz der OSZE-Mitarbeiter genau zu überprüfen. Auch müsste geklärt werden, wie das Gastland zukünftig die Sicherheit der ausländischen Beobachter garantieren kann. Die OSZE startet nun einen neuen Vermittlungsversuch. Am Mittwoch wird deren Chef Didier Burkhalter nach Moskau reisen, um mit Wladimir Putin Gespräche zu führen. Die portugiesische Regierung hat angekündigt, den Euro-Rettungsschirm noch in diesem Monat verlassen zu wollen. Dafür wolle das Land auch keine Übergangshilfen beantragen. Ministerpräsident Pedro Passos Coelho erklärte, keinen neuen Kreditrahmen für Notfälle mehr zu beantragen, nachdem die internationalen Finanzhilfen am 17. Mai auslaufen. Portugal hatte den letzten Kontrollbesuch der Geldgeber vor 2 Wochen bestanden. Nach Irland und Spanien ist Portugal das 3. Land in der Eurozone, das den EU-Rettungsschirm verlässt. Heute beraten die Finanzminister der Eurozone in Brüssel über das auslaufende Rettungsprogramm Portugals. Auch Griechenland steht auf dem Tagesplan. Griechenland hatte letztes Jahr zum ersten Mal einen Haushaltsüberschuss von 1,5 Milliarden Euro erzielt. Auch das Haushaltsdefizit ist 2013 weniger stark gewachsen, aber der Schuldenbetrag, piu, ganz da oben. Er erreichte knapp 175% des Bruttoinlandprodukts und war damit der höchste Wert in der EU. Naschas Leben in Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Samstag einen mutmaßlichen Pädophilenring ausgehoben. Es wurden 10 Männer und eine Frau verhaftet. Sie sollen einem bundesweit aktiven Netzwerk angehören. Einmal im Jahr versammelten sich die Mitglieder bei einem gemeinsamen Treffen, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und neue Handlungen zu planen. Die Gruppe wäre sehr vorsichtig und diskret vorgegangen, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Mitglieder auch ihre eigenen Kinder als Lockmittel für potenzielle Opfer genutzt haben. Dieses Jahr fand ihr Treffen in Naschas Leben statt. Dort sollen sie gemeinsam einen Kinderflohmarkt und einen Zoo besucht haben. Am Freitag und am Samstag kam es zu großen Erdrutschen im Nordosten Afghanistans. Bisher wurden etwa 300 Leichen geborgen und heute wurde die Suche eingestellt. Die Häuser liegen unter meterhohen Schlammschichten begraben und es fehlen die notwendigen Geräte. Wie viele Menschen noch unter den Schlammschichten begraben sind, ist unklar. Die Behörden sagten, dass die Zahl der Todesopfer nicht über 500 steigen würde. Die Bewohner sprachen aber von über 2100. Durch das Unglück sind mehr als 2000 Menschen obdachlos geworden und müssen jetzt in der Kälte ausharren. Die Bundesregierung und die EU haben bereits ihre Hilfe angeboten. Ausgelöst wurden die Erdrutsche durch tagelange Regenfälle und Überschwemmungen. Die Hütten in der Bergregion sind oft aus Lehm gebaut und können so schnell durch Wasserfluten zum Einsturz gebracht werden. Bereits letzte Woche sind in 4 nordafghanischen Provinzen 100 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Findet ihr, Deutschland sollte weiterhin OSZE-Beobachter in die Ukraine entsenden? Glaubt ihr, dass Portugal ohne Finanzspritzen aus dem EU-Rettungsschirm bestehen kann? Und findet ihr es gerechtfertigt, dass die Suche nach Verschütteten in Afghanistan so schnell eingestellt wurde? Fragen über Fragen. Und eure Meinung? Unten rein. Dort drüben sind noch 2 weitere Videos. Unter Jako könnt ihr abonnieren. Hier gibt's Excalibur. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Das war nicht was geht ab. Flash News. Wir müssen jetzt ganz schnell weg.